Hey Leute, was geht? Ich bin's Jonas und ich bin heute ein Tag auf Testosteron. Hey Leute, ich bin's Jonas. Wir haben heute den 28.07.2017 und das ist meine Stimme, 4 Monate auf Testosteron. Peace Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin's Jonas und heute ist nicht der 28.07., aber es ist ein paar Tage danach. Aber ich sage einfach mal so, es wäre heute 28.07. Heute ist der 28.07.2017 und ich bin heute genau 4 Monate auf Testo. Also es stimmt nicht ganz, ich bin vor 4 Tagen 4 Monate auf Testo gewesen. Aber ich konnte es leider erst jetzt drehen, weil ich im Krankenhaus war, wie vielleicht manche mitbekommen haben. Mir geht's eigentlich wieder ganz gut. Und zwar hat es auch was mit der Testospritze zu tun, leider. Wie man weiß, sind da ein paar Nebenwirkungen, was passieren können, eben wenn man das bekommt. Was aber bei meinen ersten 2 Spritzen gar nicht war. Also ich habe jetzt meine dritte bekommen und bei der dritten war halt jetzt was. Bei den ersten 2 Spritzen war alles gut, hat immer die gleiche Frau gespritzt. Und an dem Tag, also bei meiner dritten Spritze, war eben eine andere Frau da. Und ich dachte so, okay, die wird es schon auch gut machen und... ja, reingeschissen, ne? Erstens mal hat die mir die Spritze übelst in den Arsch reingehauen, so. Innerhalb von einer Sekunde war die Spritze drin, was ich gar nicht kannte, so. Weil die andere hat das nicht so gemacht. Kann ja auch normal sein, vielleicht bei euch da draußen bekommt jemand auch die so schnell und bei dem war nichts, so. Und jedenfalls hat sie mir dieses ölige Zeug, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht so flüssig, sondern so ölig wie Öl halt, so schnell in meine Pobacke gespritzt. Innerhalb von 5 bis 10 Sekunden war die ganze Injektion drin. Und ich habe mir dann schon gedacht, okay, warum hat die das so schnell gemacht? Also manche sagen, es ist nicht so schlimm, wenn man es so schnell spritzt. Aber manche sagen, man sollte schon so innerhalb von 1 Minute gespritzt bekommen. Also eher langsamer. Habe ich davor auch gehabt immer. Und da hatte ich auch nie was. Und jetzt irgendwie hat die gemeint, dass dadurch, dass es so schnell gespritzt wurde, kann es sein, dass es halt durch die Blutbahn irgendwie in die Lunge gelangt und so, hat dann meine Ärztin gesagt, weil ich gemeint habe, also ich habe so Symptome bekommen, wie dass ich übelst Husten hatte, so ein paar Stunden nach der Injektion. Erstens mal konnte ich gar nicht laufen, das war noch nie so. Also ich hatte richtige Schmerzen da drin, das war nicht mehr normal. Das ist mir den Rücken hochgezogen, also mir ging es auch richtig schlecht danach. Ja, jedenfalls hatte ich dann irgendwie komischen Husten die ganze Zeit und auch irgendwie so Lungenstechen. Und dann habe ich halt meine Ärztin gleich geschrieben, weil ich dachte, so, jetzt kann nur mit Testo zusammenhängen. Es kann an nichts anderes jetzt liegen, weil mir ging es davor gut und so. Und dann meinte sie, dass ich sofort ins Krankenhaus kommen sollte und es wohl irgendwie eine Nebenwirkung sein kann. Ja, jetzt wurde ich halt getestet auf verschiedene Sachen. Also es wurde die Lunge geröntgt, es wurde mein Herz, davon wurde Ultraschall gemacht. Mir wurde 5-mal Blut abgenommen. Ich musste übrigens auch über Nacht da bleiben. Ja, und die meinten, dass jetzt dann doch nichts Schlimmes war. Also erst haben sie Verdacht auf Lungenembolie gehabt, dadurch halt, dass die Injektion hätte in die Lunge kommen können. War zum Glück nicht so, hätte aber sein können, dadurch, dass irgendwie, also ich habe da mal bei Nebenwirkungen nachgelesen. Ja, ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen, aber da stand auch, dass das Testo als Nebenwirkung Bronchitis und sowas auslösen kann. Und dann habe ich halt irgendwie sowas gehabt dann und ja, deswegen... wurde ich durch meine Testospritze krank. Richtig nice auf jeden Fall. Ich habe gedacht, dass ich dadurch irgendwie mehr, also ein besseres Immunsystem vielleicht habe, aber nein. Dadurch werde ich krank. Nein, aber bei den anderen war ja auch alles okay. Es war halt nur bei der einen Spritze was und es ist richtig, richtig scheiße auf jeden Fall. Und ich laber viel zu viel auf jeden Fall. Wollte ich euch das nur kurz erklären, warum ich im Krankenhaus war. Und mir ging es echt richtig dreckig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das hört sich so richtig dumm an einfach. Aber die Frau war einfach dumm, weil ich meine, die hat das wahrscheinlich noch nie vorher gespritzt gehabt und wusste gar nicht genau, wie man spritzen soll. Und jetzt hatte ich solche Probleme allein wegen meiner Testospritze. Achso, und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich hier einen Nasenring habe. Den habe ich mir vor kurzem stechen lassen, ich wollte den schon so lange haben und jetzt habe ich mich endlich getraut. Ich weiß, ich bin zwar tätowiert und so, eigentlich müsste ich keine Angst davor haben, aber
bin so ein mega Schisser, was Piercings angeht. Das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht warum, weil Tätowieren ist eigentlich viel schlimmer, sagt jeder irgendwie. Aber ich finde halt, beim Piercing stichst du einmal ganz durch und das ist halt schon irgendwas anderes. Und da kann ja auch viel passieren, so mit den Nerven, keine Ahnung. Und ich bin da eh so ein Paranoid. Ich mache mir dann übelst voll viele Gedanken. Und es ging aber jetzt alles gut, bis auf dass ich echt mega die Schmerzen habe. Und die Leute unter euch, die jetzt sagen, warum ich gleich einen Ring drin habe, ich wollte keinen Stecker haben, weil ich das nicht mag. Also bei Frauen geht es voll, aber bei Männern finde ich das komisch. Aber ich habe einen großen Ring drin, also ich weiß nicht, ob der jetzt so groß da wirkt, der ist auf jeden Fall viel größer als normal, dass sich das halt nicht so entzündet. Und ich bin voll vom Thema abgeschweift, hier geht's um Testo und ich rede von meinem Piercing. Ja, auf jeden Fall, was mir als erstes aufgefallen ist, dass sich meine Stimme nochmal verändert hat. Und ich denke, das merkt ihr auch. Und das freut mich einfach mega. Ich liebe meine Stimme jetzt. Also, beziehungsweise ich finde, sie kann persönlich noch tiefer werden. Ich hoffe auch, dass es so wird. Also ich denke mal schon, dass sie noch tiefer werden wird. Ist ja erst der vierte Monat. Aber ich finde, für den vierten Monat hört sich meine Stimme echt schon mega cool an. Was ich aber noch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich in diesen 4 Monaten viel, viel selbstbewusster geworden bin. Also ich bin eigentlich schon, ich war so ein Mensch, der auf die Meinung von anderen eigentlich nichts gibt. Schon von Anfang an eigentlich. Aber ich muss sagen, also durch Testo habe ich viel mehr Selbstbewusstsein bekommen noch dazu. Also ich mache jetzt Sachen, was ich mich früher nie getraut habe. Ich komme auf Menschen zu, ich bin gar nicht so, früher war ich mega schüchtern. Ich weiß nicht, ob sich das manche von mir vorstellen können, aber ich bin jetzt null mehr schüchtern. Also ich kann eigentlich auf Menschen zugehen, ohne dass ich irgendwie Probleme habe. Ich bin null schüchtern und ich rede gern mit Menschen. Das war früher nicht so. Es ist wirklich erstaunlich, was überhaupt ein Hormon auslösen kann bei den Menschen. Also ich bin wirklich viel selbstbewusster geworden. Mein Vater, der wohnt ja in Spanien und ich habe ihn vor ein paar Tagen wieder getroffen. Und wir haben halt übelst lange geredet und er hat halt auch gesagt so, ich habe ihn halt vor 2 Jahren besucht auf Spanien für eine Woche und er meinte, dass wir in diesem Gespräch vor ein paar Tagen mehr geredet haben, als in dem Urlaub, wo ich bei ihm war in der ganzen Woche. Und er meinte auch so, dass man das mega merkt, dass ich jetzt angekommen bin und ich mich super wohl fühle und selbstbewusster geworden bin und ihn macht das auch mega happy und ey, es kann echt, also von meiner Familie kann es echt nicht besser sein, bis auf Oma und Opa, aber dieses Thema kann ich vielleicht euch mal wann anders erklären. Aber meine Eltern stehen hinter mir und das ist das Wichtigste und meine Freunde und meine Freundin. Jetzt macht mir zum Beispiel auch Telefonieren überhaupt nichts mehr aus. Früher habe ich immer meine Mom für mich überall anrufen lassen, weil ich echt immer gesagt habe, nee, ich traue mich nicht. Oder meine Stimme klingt voll weiblich, ich werde eher mit Frau angesprochen und jetzt telefoniere ich sonst wo rum. Die ganze Zeit. Daran sehe ich auch so, dass sich das echt mega verändert hat, weil früher hätte ich mich das niemals getraut. Habe ich immer alles meiner Mom hingeschoben, ja mach du mal, ruf du da mal an. Und jetzt bin ich einfach mega selbstbewusst und ja. Allgemein zu meinem Empfinden kann ich noch sagen, das hört sich jetzt scheiße an, ich bin kälter geworden. Also von meinen Gefühlen her, sage ich mal, ich denke anders, also ich habe ja davor auch schon anders gedacht, aber ich denke jetzt nochmal anders. Bei Sachen, wo ich früher geheult hätte sofort, weine ich jetzt gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig geweint habe. Also bei manchen Situationen früher, die mir jetzt passieren. Da weiß ich, eigentlich hätte ich jetzt geweint, aber ich weine nicht. Also es macht mich schon traurig und so, aber es ist echt komisch so. Ich meine, ich bin froh, dass es so ist, aber es macht mir trotzdem auch ein bisschen Angst, dass ich eben gar nicht mehr so die Emotionen zulassen kann, die ich davor zulassen konnte. Ja. Aber irgendwie auf eine Weise ist es gut, auf der anderen Weise ist es auch wieder schlecht, wenn man nicht so viele Emotionen zulassen kann. Meine Freundin beschwert sich da immer, aber ich denke mir dann auch immer so, vielleicht geht es ja wieder vorbei, so dass es einfach nur diese pubertierende Phase ist, in der ich gerade stecke, keine Ahnung. Ja, aber ich denke mal, Männer sind halt auch nicht so sensibel wie Frauen. Jetzt zum Beispiel bei... Wenn irgendwie so ein Film war, wo traurig war, ich habe sofort geheult. Und jetzt lässt mich das voll kalt. Das ist... komisch irgendwie. Übrigens war ich beim Hautarzt, wegen meinen Pickeln halt, weil ich habe ja nicht nur im Gesicht, sondern auch im Rücken und so. Der hat mir das Antibiotika hier verschrieben, das halt meine Pickel eben wegmachen soll. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob das was geholfen hat. Dann habe ich mir Haare im Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich werde jetzt gleich mal eine Nahaufnahme machen, dass ihr das ein bisschen seht. Also ich habe halt hier Haare, hier nicht, also hier eigentlich gar keine. Und hier habe ich Haare bekommen. Also nicht wirklich viele, aber...
Es ist schon bartansatzweise mäßig da. Also man sieht schon, dass es deutlich mehr ist als vorher. Vorher hatte ich hier wirklich gar nichts. Also manche haben ja eh hier ein paar Haare schon, aber ich habe hier gar nichts gehabt. Und für das ich gar nichts hatte, innerhalb von den 4 Monaten, ist es eigentlich schon ganz okay. So Leute, und das war's mit meinem 4-Monat-Testo-Update-Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!